Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Last Look. Ich bitte schon mal zu entschuldigen, ich habe irgendwie die Nacht durchgemacht. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Ich hatte irgendwie ein bisschen Bock aufzunehmen und irgendwie wollte ich was mit der Zeit anfangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder wir haben gerade Vollmond, vielleicht deswegen. Zudem fühle ich mich ein klitzekleines bisschen kränklich. Vielleicht auch deswegen. Oder ich bin in den Wechseljahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich nicht schlafen. Irgendwie ist das so eine Grundvoraussetzung, wenn man YouTube-Videos macht. Kommt mir zumindest so vor, haben viele Probleme. Ja, da dachte ich mir, was passt besser als um, was haben wir, 7 Uhr morgens, eine Runde Last Look. Eigentlich wollte ich nur Brüste gucken. Ja, ich komme darauf immer noch nicht klar. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Alter, die kann sich ja um die Ecke lehnen. Warum habe ich das schon mal gemerkt? Weiß ich nicht, auf jeden Fall freue ich mich gerade schon wieder, dass ich es schon wieder rausgefunden habe. Und wisst ihr, worüber ich mich noch mehr freue? A picture of me. Ja. Okay, darüber freue ich mich gerade weniger. Ich glaube, der kommt hierher. Fängt ja gut an. Können wir uns dahinter stellen? Ich hoffe, er ist gerade da lang gelaufen. Weil dann nutze ich mal die Gelegenheit. Dann können wir nämlich hinten da in dem Raum gucken. Oh, Alter, ich wusste nicht, dass der bis hierher kommt. Mädel, einen Schritt schneller kannst du schon noch laufen. Wenn die rennt, dann wird die ja gleich wieder so. Die hat ja irgendwie, weiß ich nicht, Kettenraucherin en masse auf jeden Fall. 10 Meter rennen und dann ist die gute außer Puste. Komm, komm, komm. Dann können wir nämlich da hinten mal in dem Raum gucken, wo er letztens durch den. Letztens, in der letzten Runde, durch den Titsch geglitscht ist. Titsch. Alter. Wie gesagt, sorry. Ich habe lange nicht geschlafen. Letztens durch den Tisch geglitscht ist. Meine Güte. Und das mit Luna verstehe ich immer noch nicht. Echo della Luna. Was heißt denn Luna eigentlich? Mond, oder? Ich glaube, Luna heißt Mond. Bin mir gerade aber nicht so wirklich sicher. Ich muss mir sowieso die Aufnahme danach, glaube ich, mal kurz mal überfliegen. Ob ich zu viel Scheiße gequatscht habe. Ach. Selbst wenn, komm, scheiß drauf. Ich zeig's euch trotzdem. Wie? Ist der schon wieder hier? Warum ging das Lehnen gerade nicht? Ich hoffe, der sieht uns nicht gleich. Okay, der kommt hierher. Oh! Sorry. Lauf, Mädel, lauf, 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 lauf. Ich hab voll geschrien gerade, ich hab voll geschrien gerade. Mach schneller! Alter, der hat die Tür eingetreten, der Pisser. Sorry, ich hab, glaube ich, voll übersteuert gerade. Oh Gott, jetzt läuft er hier lang, oder?
Alter, und das um 7 Uhr morgens, Alter. Ich komme auch nicht mehr klar. Aber jetzt hat er uns da abgekürzt, ne? Steh auf, Mädel! Hä? Da. Ich hab C gedrückt. Okay, wir konnten aber länger rennen, als ich gedacht habe. Scheiße, der läuft doch jetzt hier dann immer wieder diese selbe Runde, oder? Oder? Ich weiß nicht. Läuft der die? Wo kam der denn überhaupt her? Wie ist der denn gelaufen? Dass der da die Tür eingetreten hat? Ich will mal gerade testen, ob wir hier einen Schluck trinken können jetzt. Was? Help? Da stand gerade Help. Egal, hast du was getrunken? Ich hoffe. Ich hoffe, das ist so ein unbegrenzter Vorrat an Soda. Komm, wir versuchen es nochmal. Der Penner. Hier kann man durch, ne? Hast du die Nägel gesehen von dem? Der sollte unbedingt mal schneiden. Okay, wo sind wir jetzt? Missing, was? Silence tell more. Stille sagt mehr. Ich hab... Konnten wir da was lesen? Nee. Wir haben auch noch einen Zettel übersehen. Ach, da ist noch eine Tür. Alter, mach die Tür zu. Don't worry, Alice, we will... Was? We will always be together. Alex. Alex? Hä? Alex ist die, die gefeuert wurde? Was will die denn von uns? Haben wir... Ah, warte mal. Kann das sein, dass wir vielleicht Alex ersetzt haben? Und die ist jetzt so ein bisschen pissig auf uns? Ist das möglich? Sind wir da? Was? Hör auf, Scheiße zu reden. Die neuen Xenoware-Kopfhörer sind wirklich außerirdisch. Außerirdisch? Wer redet denn so? Sie wurden aus Material gefertigt, die man auf fremden Planeten gefunden hat. Was? Sie haben es verdient zu sterben. Solaris erzeugt Hass. Vermisste Personen. 4 Menschen, die alle für Solaris arbeiten, sind verschwunden. Das interessiert niemanden. Haben wir es jetzt hier mit einem Außerirdischen zu tun? Alter, ich habe Angst, dass die... Okay, wir haben hier einen Schrank zum Verstecken, zur Not. Hier haben wir Kunst. Under the same sky. Unterm selben Himmel. In the same hell. In derselben Hölle. Okay. Slut of Mons. Wer denn? Janice. Okay. Die wurde anscheinend nicht so gemocht. Ich hatte gerade Glocken gehört, oder? Da ist irgendeine Treppe. Da oben erwartet uns dann Wasser. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Gehen wir hier rein? Hier können wir nicht rein. Gott, ich habe Angst. Hier ist auch ein Blutfleck, dass die Glocken... Was? Figur jetzt kommt. Hier ist... Oh, was? Du bist nah? Alter. Guck mal, hier kommt... Hier kommen Blutspuren. Was haben wir da noch? Da war irgendwas. Okay, wieder so ein... My parents changed frequently. I'm interested in women. Lesbisch. Oder vielleicht ist es auch vom Mann. Ich weiß es nicht. I have children. No. So ganz schlau werde ich daraus hier noch nicht. Uncle Joe?
hier steht einfach mal so eine mega fette Soda. Ah, was? Hä? Neuer Gegenstand? I? Ist, glaube ich, nur zum Trinken, ne? Alter, was ist denn das hier mit dem Blut? Wir haben hier gerade Ruhe, zum Glück. Da steht was. Ist auch alles voller Blut. Ich würde ganz gerne erstmal gucken, ob wir uns hier irgendwo verstecken können, zur Not. Bevor ich jetzt hier irgendwie groß anfange zu lesen. Die Türen sind zumal alle zu. Würde aufgehen. Da liegt, glaube ich, auch noch was. Das lesen wir uns gleich noch alles durch. Nein. Okay, hier brauchen wir ein Passwort. Kameras. Kommt die dann die Treppe hier auch hoch, der Typ da? Lady Gogo. Solaris. Sehr schön. Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Achtung, aufgrund jüngster Entwicklungen bitten wir alle Mitarbeiter, in die Betriebsferien zu gehen. Bitte räumen Sie Ihre Schreibtische. Wir haben die Passwörter folgender Räume zurückgesetzt. Oh! Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. R885. Tech Steph R472 Archiv 2 R154 Archiv 3. Und ich bin so ein bisschen in Hektik, weil ich Angst habe, dass der Typ kommt. R772 Meeting Room 2. Falls Sie einen dieser Räume betreten müssen, melden Sie sich mit einem Router und dann den vier Ziffern. Okay, also zuerst Router und dann die vier Ziffern. Oder Buchstaben Ihres Sicherheitsausweises an. Mit freundlichen Grüßen, Amanda Young. Vielen Dank, liebe Amanda. Können wir das denn vielleicht hier auch, warte mal, wir haben noch hier Telefon. Können wir nicht hier ein Foto machen? Und da der anderen schicken, damit die auch Bescheid weiß? Irgendwie nicht so. Rosen. Hier haben wir noch was zu trinken. Achso, unser Chef, ne? Der Freddy Krüger, ist mir noch aufgefallen. Dr. F. Krüger, Freddy Krüger. Einheimlicher Wissenschaftler, tot aufgefunden. Oh, Dr. F. Krüger, ein Wissenschaftler, der für Solaris Reach and Technology Center gearbeitet hat, wurde am Donnerstag tot aufgefunden. Krüger war ein Genie und geschätztes Mitglied unserer Gemeinde. Er hat seine Frau vor einigen Jahren verloren und seine Tochter allein großgezogen. War außerdem besonders bekannt dafür, sich der Umweltschutz einzusetzen und war ein wahrer Menschenfreund zu sein. Er wurde in seinem Büro erschossen. Ich glaube, die Alex ist hier ein bisschen durchgedreht. Der Krüger ist also tot, unser Chef. Also den können wir schon mal ausschließen. Hier haben wir nochmal Behavior 2. I'm hurt myself. No. I get angry often. Yes. Okay, sie war... Okay. Also in letzter Zeit in Kriminalität verwickelt, ja. Consider myself violent. No. I lie often. Ja. Sie lügt oft. Ist das hier alles von der Alex, was wir hier finden? Können wir hier auch noch? Nein. Hier liegt ein... Why? Okay, das können wir nicht lesen. Was ist denn das hier für ein Raum? Ist das der Stuff Room?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann soll ich jetzt Raute. R 885. Okay, das war es schon mal nicht. Ich probiere es gerade mal durch. Archiv wird es nicht sein, Meeting Room wird es auch nicht sein. Keine Ahnung, was das für eine Tür ist. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht hier mit der Raute? Ich gucke mir gerade nochmal an, was da stand, weil, wie gesagt, ich etwas müde bin. Nicht, dass ich da jetzt was falsch verstanden habe und dann dadurch hier planlos rumirre. Aufgrund der Jungs in den Blick haben, bleiben wir zurückgesetzt, ja. Falls Sie einen dieser Räume betreten müssen, melden Sie sich mit einem Router-Symbol und den ersten vier Ziffern oder Buchstaben Ihres Sicherheitsausweises an. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wir haben doch hier einen Sicherheitsausweis. Betrachten. Die ersten vier Ziffern unseres Sicherheits. Die ID-Nummer 1823. Ich schreibe es mir mal auf. 1823. Signatur? Oder ist es die Signatur? Nee, ach, Signatur ist ja die Unterschrift. Telefon. Nein, wir kriegen Besuch. Kommt die hier hoch? Kommt die hier hoch? Das klingt schon so nah. Ich höre das Piepen nicht. Raute 1, 8. Okay, das hat geklappt. Das war jetzt Raute 1823 von unserem Ausweis. Da sehe ich irgendeine Hand. Gott, Leute, ey, das ist gerade so mega spannend für mich hier. Könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Okay. Ich würde sagen, wir sind soweit erstmal safe hier drin. Oh, Alter, das ist echt voll spannend gerade. Geil. Okay. Dann würde ich sagen, für die Runde erstmal okay. Ich schlage mich, glaube ich, besser, als ich gedacht habe. Guter Fortschritt. Guter Fortschritt. Eigenlob stinkt. Aber ist mir egal. Ich habe sowieso eine halb verstopfte Nase. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei The Last Look. Bis denn. Bye, bye.